Harper, gegen Bamberg hast du mit 26 Punkten deine Karrierebestleistung eingestellt und nur ein einziges Mal daneben geworfen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Es hat Spaß gemacht. Natürlich mehr Spaß, weil wir gewonnen haben. Es war ein gutes Gefühl, so ein bisschen Leistung zu bringen für die Mannschaft, vor die Fans. Und ja, es war ein schöner Abend. In den vergangenen drei Spielen hatten wir drei verschiedene Topscorer. Ist es eine Stärke von uns, dass die Gegner uns nicht so leicht ausrechnen können? Wenn ich und Ray zum Beispiel ein bisschen mehr konstant spielen, aber wir wissen schon, was unsere Guards leisten können, dann sind wir ein bisschen schwer zu schätzen, wer an dem Abend punkten kann oder eine Leistung bringt. Und das ist auf jeden Fall eine Stärke. Am Donnerstag ist Mehdi Bayreuth bei uns zu Gast. Die Bayreuther hatten bisher keine so leichte Saison. Wo liegen denn trotzdem ihre Stärken? Ja, ich glaube, die haben eine relativ gute Balance. Die können gut punkten, die bringen viel offensive Talent, viel Pick and Roll. Ja, die haben nicht so schlecht gespielt, finde ich. In vielen Spielen haben sie nicht gewonnen, aber man konnte sehen, dass die waren teilweise der bessere Mannschaft in dem Spiel, im Berlin-Spiel zum Beispiel. Also die sind nicht zu unterschätzen. Wir müssen die auf jeden Fall gut verteidigen. Worin müssen wir uns denn verbessern, um Bayreuth schlagen zu können? Wieder mit der Verteidigung. Das ist unser Key Focus im Moment, dass wir immer ein bisschen besser in der Verteidigung jede Woche sein sollen. Ja, es gibt jede Woche viele Fehler auf der Defensive-Seite. Das passiert, aber immer davon lernen und ein bisschen besser werden und trotzdem immer Intensität bringen.